Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Kekti Viancard. Allzu lange machen wir nicht mehr, wird ein Zweiteiler, würde ich sagen, weil ich auch keinen Bock, das so lange zu gehen. Der, guck dir das mal an, Alter, wie lange. Der hat auch ein neues T-Shirt plötzlich an. Naja, wir gucken rein. Also ja, den ersten Teil habt ihr wahrscheinlich gesehen. Außer der ist erst grün. Ja, Digga, der radikale Demokrat, der hat so viel Bullshit gelabert. Also wirklich, das ist halt. So, nein, es reicht überhaupt gar nicht. Es reicht null. Och, Digga, Phil, ach so. Das Ganze hier, sag mal, zusammen. Dings, geht's um Dings oder was? Der Streamer Pain Livestream schlägt und schreit ASMR Janina an wegen einer Nachricht in ihrem Chat. Leider ist die Audio zu lang, um sie jetzt Video hochzuladen. Ach du meine Güte. Das ist zusammengetragen. Ja, das kann ich sagen, um nicht gesperrt zu werden. Junge, ich werde direkt viermal verlinkt. Hey Bro, bist du ein echter Mann? Ich kann mir das jetzt auch nicht im Chat angucken, aber krass, dann wenn das stimmt, dann... Dann zeigt dir dieser kleine Ratgeber den Weg durch den Dschungel der Optionen, falls du einmal mit Sexismus oder Belästigungsvorwürfen konfrontiert bist. Hm? Anhand des folgenden Beispiels vermitteln dir die Experten Skoros, Montana Black 88 und KuchenTV wirksame Methoden zum Umgang mit derartigen Vorwürfen. Kurz zur Vorgeschichte. In ihrem ich durfte Videogold auch schon bannen. Ja, Videogold ist ja aus dem Prolotopia-Stream. Und Videogold ist halt die Parodie auf Videogold. Bitchstream vom Videogold ist die Parodie auf Videogold, Bruder. Am 6. Juni 2023 äußerte sich die Aktivistin und Influencerin Shoyoka wie folgt über den Glücksspiel-Influencer Skoros. Die Inhalte wie zum Beispiel der Restream von What is a Woman von Walsh, was schwer transfeindlich und frauenfeindlich ist und wofür Skoros unter anderem 2 Wochen bei Twitch gebannt wurde. Also da geht es nicht primär nur um die Dinge, die in diesem Gespräch gesagt wurden, sondern es ging um das Verhalten davor, inklusive... Hier ist die Audio. Ja, ich kann mich mal kurz muten und reinhören. Also ich mute den Sound, mich hört ihr. Okay, ich will mir das gar nicht an, dann sage ich euch ganz ehrlich, ich kann ihn nicht beleidigen, ne, aber was für ein Digga. Ich habe das auch schon gehört, von anderen auf jeden Fall, aber das ist, geht gar nicht. Wird den gesamten Twitter-Verlauf von Skoros, und es ist echt nicht schwer, die nachzuschauen, indem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt, inklusive diverser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir, auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie... Ich glaub, ja, ich kann leider nicht so viel dazu sagen, LP mit Wolf. Also man hört in der Audio, auf jeden Fall hört euch die gerne an. Ihr könnt die auch gerne nochmal reinposten, wenn ihr wollt, aber nicht, ich weiß gar nicht, ist das erlaubt überhaupt sowas? Ich will nicht gesperrt werden, Digga, das ist immer das Problem. Man hat auf jeden Fall einen Streit von den beiden wegen irgendeinem Nonsens-Scheiß und anscheinend hat er sie geschlagen und angeschrien und fertig gemacht. Digga, ich verstehe nicht, wie man so ein Typ sein kann. Nur in diesem Gespräch wäre. Inklusive, dass er Andrew Tate-Fan ist und öffentlich dafür behauptet, dass Andrew Tate wegen einer Woken-Agenda verhaftet wurde und befreit werden sollte, während dieser gerade vor Gericht steht wegen Menschenhandel. Also das sind ein bisschen andere Dinge, um die es hier geht, nicht nur um die Dinge, die... Eine ganze Frage, würdest du denn mit solchen Vorwürfen umgehen, angenommen, mein Ex wirft dir sowas vor, würdest du dann auch sagen, sie ist eine Frau und hat Recht und wie würde eine Frau für die Frauen vor Gericht beurteilt werden? Nee, du darfst gerne dich hinstellen und sagen, das stimmt nicht. Das Ding ist halt, die Frage ist, ob du angezeigt worden bist oder nicht. Also wenn sie dich nicht anzeigt und einfach nur dir als öffentliche Person sagt, also dir gegenüber sagt, hey, da habe ich von so Vorwürfen gehört, dann kannst du dich natürlich hinstellen und sagen, hey, stimmt nicht. Und dann steht Aussage gegen Aussage und dann war es das halt. So, das, was halt ein Skoros gemacht hat, ist halt sie irgendwie Dankeschön, Basti, für den und das, ne, versuchen halt irgendwie durchzudrücken und abmahnen, heißt ja jemanden warnen, ja, und dann eine Unterlassungserklärung hinschicken. Also ich habe auch von Skoros eine Unterlassungserklärung bekommen, die sollst du dann unterschreiben und dann steht da sozusagen drin, die und die Aussagen tätigst du nie wieder. Habe ich natürlich nicht gemacht, als Blödsinn ist, weil das halt alles, was ich gesagt habe, komplett im Rahmen des Rechtlichen ist. So, das ist natürlich, wenn eine Frau dir das halt gegenüber dir so einen Vorwurf macht, ist das natürlich nicht schön. Und ich kenne auch Fälle von Männern, die bezichtigt wurden, das und das gemacht zu haben. Und denen glaube ich absolut, dass das bei denen... Du hast mit WhatsApp Web, naja, du wahrscheinlich nicht, oder? Schreibt ...nicht der Fall gewesen ist. Und dass dort eventuell die ein oder andere Dame, von der man dann auch weiß, dass sie... So, wir machen noch 25 Minuten, dann eventuell die ein oder anderen psychischen Probleme auch wirklich aber hat. Aber schick die Audios bitte nicht mehr rein, weil ich weiß nicht, wie das mit den Terms of Service ist, ob man sowas überhaupt verbreiten darf. Dazu neigt sich Dinge einzubilden. Ich habe es bei Twitter repostet, wer sich interessiert, kann da gerne reingucken. Und da wurde aber auch der Freund, der wurde
angezeigt. Ja, das war nicht so, dass dort einfach, also der wurde wegen was angezeigt, wegen, ne, was er getan haben soll. Und das Problem war, dass diese Anzeige sowieso, die hätte er in den Müll schmeißen können. Ja, also erstmal dazu, er sagt quasi, ja okay, man darf halt sagen, dass das nicht stimmt, aber man darf nicht rechtlich dagegen vorgehen. Was ist denn das? Also das macht doch überhaupt keinen Sinn, die Aussage. Wenn jemand dir falsche Sachen unterstellt, dann ist es doch dein Recht, dagegen auch vorzugehen, dass diese Sachen nicht weiter verbreitet werden. Guck mal, das Ding ist, es wäre vielleicht was anderes, wenn Shoyoka gesagt hätte, so hey, du hast mich belästigt, lass mal im Stream reden, das klären zum Beispiel. Weißt du, wenn man sagen könnte, okay, man kann ein Gespräch mit der Person führen. Aber Shoyoka, obwohl sie ja für öffentlichen Diskurs steht, diskutiert sie halt mit niemandem. Du hast gar keine Möglichkeit, sie jetzt zu erreichen, das richtig zu stellen, dann Konsens zu finden oder sonst irgendwas. Und da finde ich es absolut legitim, wenn man da rechtlich gegen vorgeht, weil man halt solche Sachen über sich selber auch nicht im Internet haben möchte. Also, ne, er hat, ne, dann die Aussage verweigert und so weiter. Aber das Problem war halt, dass man dann tatsächlich ihr geglaubt hat. Und das halt im Arbeitsverhältnis sozusagen. Das heißt, der Herr, der hat halt Probleme gehabt dann auf der Arbeit. Und das Ding war aber, dass mit der Zeit, dadurch, dass er sich erklären konnte und dadurch, dass man ihm auch zugehört hat, dass man dann halt schnell gemerkt hat, okay, also er konnte es auch sehr leicht beweisen, dass das einfach nicht stimmt. Also das, ne, deswegen habe ich ihm auch geglaubt, weil einfach, ne, da wurden, also ne, die Dame hat halt Sachen behauptet, die haben einfach nicht sein können. Also das waren dann halt, aber das war auch leicht zu beweisen. Das waren so Sachen wie, er hat die und die Anrufe getätigt und dann schaust du halt, und das immer wieder, und dann schaust du halt eben die Anrufliste vor einem Handy und dann war da ein Anruf oder so und dann war das halt so, okay. Also das kann nicht so ganz sein. Und die WhatsApp-Nachrichten, die gab es auch nicht und so weiter und so fort. Bruder, du kannst doch nicht so ein privates Ding damit vergleichen, wenn irgendjemand im Internet mit Reichweite etwas über dich behauptet. Wie viele Leute habt ihr in eurer Bubble, die sich nicht mal mit Skurrus beschäftigen, die ihn als Täter sehen, egal was er sagt oder veröffentlicht? Das kannst du doch nicht vergleichen. So, selbst wenn es im privaten Raum passiert, wenn, keine Ahnung, weiß nicht, ich sag jetzt, irgendwer hat mir was angetan oder so. Gut, also sagen wir mal, ich wäre eine Frau und ich würde sagen, jemand hat mir was angetan. Ich würde auch die Person anzeigen und am Ende kommt raus, die ist unschuldig. Ich habe das selber schon erlebt, mit einem Kollegen, mit dem ich mal Kontakt hatte, der ist auch so, ja, so Influencer-mäßig unterwegs, der zum Beispiel nach der Trennung ist seine Ex-Freundin zur Polizei gegangen, hat gesagt, ja, der hat mich vergewaltigt. In seiner ganzen Stadt wurde er gehasst, wurde ständig bedroht, angemacht, er konnte quasi gar nicht mehr feiern gehen, weil er wusste, da gibt es Stress. Am Ende, er hat den Gerichtsprozess, hat er sogar gewonnen, hat nichts gemacht oder wurde freigesprochen auf jeden Fall. War nicht dabei, aber wurde freigesprochen, also unschuldig. Nee, nicht Danny. Was glaubt ihr, was in der Stadt passiert ist? Oder es ist genauso geblieben, wie vorher bisher umgezogen ist. Die Leute interessieren sich nicht dafür. Die meisten Leute kommen nicht zu dir und sagen, hey, ich habe gehört, du wurdest wegen Vergewaltigung angezeigt. Also, das hat jetzt nichts mit Schürger zu tun, auf mein Beispiel gezogen. Ne? Ich habe gehört, du wurdest angezeigt, deswegen, ja, was ist denn da los? Kannst du mir das mal irgendwie zeigen oder erklären oder so? Das macht keiner. Es befasst sich keiner damit. Die Leute hören das, übernehmen das einfach und dann ist es für die gegessen. So. Und das wurde dann alles geklärt. Also, ne, der Mensch hat aber in der Zeit schrecklich gelitten. So, das war aber ein Mensch, der kein Andrew Tate-Fan war, keine sexistische und queerfeindliche Scheiße ins Internet geblasen hat. Dementsprechend dann der Vorwurf natürlich ein bisschen härter ist. So, und das, was Shoyoka sagt, das trifft nun mal zu. Also, du hast halt jemanden, der Andrew Tate-Fan ist, und Andrew Tate ist ein rechtsextremer Verschwörungsideologe. Das ist halt nicht einfach der ein bisschen irgendwie, der die CDU wählt. Laserfreak, dankeschön für den Sondern Prinzip. Der Typ glaubt an Verschwörung, ist absolut antidemokratisch und möchte gern Frauen als Eigentum haben. Das sind alles rechtsextreme Haltungen. Wenn du so jemanden unterstützt, dann kannst du auch direkt Höcke oder Putin geil finden. Und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so einen wirklich großen Wert darauf legen, also einfach charakterlich, ne? Also jemand, der rechtsextreme Gedanken hat, wie zum Beispiel Andrew Tate, der wird auch Frauen im Privatleben wahrscheinlich nicht so gut behandeln. Was ja auch der sehr wahrscheinliche Fall ist. So, weil er halt tatsächlich wahrscheinlich Menschenhandel betrieben hat und Frauen versklavt hat, de facto. Wahrscheinlich hat er Menschenhandel betrieben. Er ist deswegen angeklagt. Das heißt aber nicht, dass er es wahrscheinlich gemacht hat. Das heißt einfach nur, dass er deswegen erstmal eine Anzeige kassiert hat. Passt dann so 1:1 zusammen. So, wenn jetzt ein Skurrus, der das definitiv weiß über einen Andrew Tate, den Andrew Tate dann gut findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch gegeben, dass er eventuell selber nicht so derjenige ist, der Frauen als gleichberechtigte Menschen sieht. Das ist dann, ne, das lässt sich sozusagen, diese Verbindung lässt sich schlagen. Und Okay. Kann man ja weiterführen, Digga. Also, weil Skurrus Andrew Tate gut findet, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, was er an ihm mag,
Müssten wir mit ihm reden darüber. Haben wir sogar mal. Wir haben sogar ganz kurz drüber geredet. Da habe ich mir auch Kontra gegeben übrigens, will ich noch sagen. Ich kleiner Tate-Fanboy. Man könnte aber auch sagen, ja gut, dann ist Skurrus also nicht für Gleichberechtigung, weil er Andrew Tate gut findet. Wobei er damals sogar gesagt hat, dass er, was er gut findet, ist halt so dieses Backseat, danke für den Prime Sub, ist halt so dieses, hier, wie heißt es, dass er halt, ja, Leuten sagt, so arbeite an dir selber, keine Ahnung, mach Sport und so weiter. Weißt du, dass er Leute motiviert, das hat er im Endeffekt gesagt gehabt, was er an ihm gut findet. Aber nehmen wir mal an, Skurrus würde deswegen nicht für Gleichberechtigung sein, damit ich ja genauso wenig für Gleichberechtigung, weil ich hänge mit Skurrus. Und wenn Skurrus dieses Weltbild hat, ist es ja auch nicht weit hergeholt zu sagen, dass ich auch gegen Gleichberechtigung bin. Ich bin für Gleichberechtigung, Bruder. Entsprechend kannst du, ist es jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass der vielleicht dann bei einer Gamescom eventuell dann auch einen schlechten Umgang hat mit Frauen. Das passt so in diesem Rahmen zusammen. Kann aber auch sein, dass es nicht stimmt. Kann sein, dass es nicht stimmt, wenn, aber das Ding ist ja, dass sie gesagt hat, es gibt diese Vorwürfe und wenn sie sagt, es gibt diese Vorwürfe, ist das was anderes als, sie hat das Danke auf jeden Fall, also er hat das auf jeden Fall getan. Das ist ein Unterschied. Wenn sie sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, er hat mich sexuell belästigt. Nein, die Elfbars alle, Digga. Indem er dies und jenes gemacht hat. Das ist das Schlimmste, was passiert. Dann ist das halt schon mal sozusagen krass, wenn sie dann, und dann ihn angezeigt hätte. Deswegen. Ja, okay, das ist halt, ne, so noch mal ein bisschen krasser. Aber wenn sie halt sagt, ja, es gibt die und die Vorwürfe, aber ich habe nie Anzeige erstattet und so weiter, weil es halt am Ende lasch war, und dann relativiert das Ganze schon wieder. Mhm. Und deshalb, ja, er muss sozusagen erstmal beweisen, dass sie ihm auch wirklich geschadet hat. Ich höre doch auch auf, ich habe ja gar keine mehr. In diesem Gespräch drin sind. Aber das kann man natürlich schon mal vergessen. Hat sie gesagt, inklusive mir? Ja, genau, hat sie ja gesagt. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenunterschied, wenn sie halt sonst nichts getan hat. Also das ist halt, wie das Rechtssystem auch funktioniert. Wenn sie nicht Anzeige erstattet hat zum Beispiel. Ne? So, und sonst musst du halt beweisen, dass wirklich dein Ruf auch geschädigt wurde. Das musst du schon irgendwie beweisen, und dann musst du halt, und wenn du halt zum Beispiel sowieso schon als sexistischer, queerfeindlicher Arsch bekannt warst. Dankeschön für die 6,90 €. Ne? Also, das ist halt eben so das Ding. So, ja, gucken wir uns das mal an. Vielleicht ein Gericht sagen, Jermaine, ja gut, das passt ja Jermaine eigentlich Jermaine zu dem Bild, was die Leute sowieso von ihnen haben. Ne, also, das ist halt eben das Problem dabei. Ja, also wie gesagt, du musst nicht beweisen, dass dein Ruf geschädigt wurde. Du musst nur beweisen, dass, oder beziehungsweise die Gegenseite muss beweisen, dass das, was man über die Person erzählt hat, wirklich wahr gewesen ist. Vergessen bei der Einordnung. Klar. Wir konzentrieren haben wir uns ja vorhin schon im anderen Video gehabt. Auf den Vorwurf der Belästigung und sehen uns den betreffenden Abschnitt daher noch einmal an. Inklusive diverser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir, auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Als Reaktion auf diese Vorwürfe veröffentlichte Skurrus auf Twitter diesen Screenshot. Er zeigt drei Tweets, die Shoyoka 2020 auf Twitter veröffentlichte. Darin sagt sie unter anderem: Der Grund, warum ich mit ausgerechnet dir nicht über Sexismus diskutieren will, ist, weil du mir 2017 auf der Gamescom mit deinem Handy beim Streamen ins Dekolleté gefilmt hast. Ich habe das ruhen lassen, weil du super viel Hate wegen... So, und diese Tweets zum Beispiel hat jemand anderes ausgegraben. Ne, also die sind ja... Ja, also die Tweets hat ja Skurrus gar nicht selber ausgetragen, deswegen darf er die auch nicht benutzen. Glaube ich schon sehr alt, also sieht man ja auch an dem Bild. Und deshalb kannst du das halt nicht so gut, ich sag mal, heranziehen als Beweis, weil da hättest du dort klagen müssen. Digga, Skurrus selber. Er selber hat gesagt, dass er damals auch rechtlich gegen sie vorgehen wollte, das aber nicht gemacht hat, weil sie im gleichen Management gewesen sind und die das deswegen so geklärt haben. Ja, also der Manager hat dann wahrscheinlich mit Skurrus geredet, hat dann mit Shoyoka geredet und die haben das geklärt, deswegen ist er nicht dagegen vorgegangen. Was du auch gewusst hättest, wenn du dir die Videos von Skurrus einfach mal angeschaut hättest. Aber du kannst natürlich auch einfach irgendwas labern, ne? Das ist natürlich auch deine Option. Die ja, also die Vermehrung ist nach 3 Monaten verjährt. Ähnlichen sexistischen Vorwürfen von anderen Frauen zu eben der Gamescom bekommen hast und habe dir beim letzten Diskurs schon gesagt, dass du mich bitte in Ruhe lassen sollst. Kannst du es jetzt bitte lassen? Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu erziehen. 3 Tage später veröffentlichte Skurrus das folgende Video von der Gamescom 2017. Dankeschön für 3,33 €. Hier eine neue Anzahlung für eine neue Elfbar. Die Quali ist so schlecht, weil ich damals von der Twitch-App gestreamt habe und deswegen bodenlos und über meinen Bart könnt ihr auch gerne kurz lachen. Aber ich hoffe, dass ihr den Ernst der Lage trotzdem versteht heute, auch wenn das Video eigentlich total lächerlich ist. Hi. Schürke hat sich bei dieser gesamten Thematik auch nicht wirklich intelligent angestellt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Strategisch definitiv in vielerlei Hinsicht unklug. Boah, ja, immer, er gibt was zu. Aber da würde ich ihr vorwerfen, dass das halt, also diese ganze Sache mit, das fing ja an, als ich mit Skurrus im Stream gesprochen habe. Nur so, der Skurrus war hier im Discord mit mir, hier im Stream. Ich habe mit dem über Politik diskutiert.
Und dann am nächsten Tag hat halt Twitter gebrannt, weil ich habe halt mit einem Rechten gesprochen. Beziehungsweise mit, ne, wenn wir sagen, mit Rechten redet man nicht, dann meint man nicht den CDUler, sondern meint man den wirklich sehr weit rechts stehenden Menschen. So, wo mit Skurrus halt assoziiert wird, weil er halt vor allem Menschenfeindlichkeit ins Netz posaunt. Und ja, und da hat dann Shoyoka sich halt auch dazu gemeldet und gesagt, das ist nicht gut, mit Rechten redet man nicht. Kann sie natürlich die Meinung haben, aber selbstverständlich war das dann für viele Wasser auf die Mühlen, weil diese ganze, eine gewisse Bubble hier auf Twitch dachte sich halt auch, während dem Gespräch in meinen Chat kommen zu müssen, ich soll ein Statement jetzt abgeben und dann habe ich plötzlich eine Freiraumrehe in meinem Chat, die mich dann da kritisiert, was alles, ich sag mal, aus strategischer Sicht nicht gut ist, weil das alles Unterhaltung ist für selbstverständlich sowieso die rechte, also ganz weit rechts stehende Leute hier auf Twitch, die es halt auch gibt. Es gibt hier auch Streamer und es gibt auf YouTube Leute, die das natürlich alles super amüsant finden und daraus halt eben Spektakel machen. Und aus der Sicht war es natürlich dann, alles Wasser auf die Mühlen von ganz weirden Menschen im Internet. Ja, und das war halt strategisch nicht klug und das haben die halt alles super gut verwertet bekommen. Das war auch wirklich das Einzige von dem, was strategisch nicht gut war. Das muss man wirklich sagen. Also wenn ich mir jetzt meine 500 Videos gegen diese Bubble angucke, war wirklich alles, was die unklug gemacht haben, halt wirklich, dass die bei Dara im Stream auch einfach reingepostet haben. Ne? Mir wird jetzt auch nichts anderes mehr einfallen, um ehrlich zu sein. Ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Hast du Angst, dass dein Sohn irgendwann in der Schule wegen deinem Content irgendwie gemobbt wird oder so? Nein, überhaupt nicht. Guck mal, das Ding ist, Leute, die mich nicht mögen, sagen immer so, ja, aber du hast ja irgendwelche Skandale oder sowas gehabt und deswegen wird dein Sohn gemobbt. Guck mal, ich kann euch sagen, ich habe mit vielen Influencern Kontakt oder auch anderen Leuten, irgendwelche Promis oder so. Und das Ding ist, Kinder feiern es, wenn die Eltern irgendwie Influencer sind oder Reichweite haben. Es ist nun mal einfach so. Auch bei Bibi habe ich früher immer gesagt, ja, guck mal, deine Kinder werden doch gemobbt in der Schule oder Kindergarten oder whatever. Und ich kann euch sagen, von anderen gehört, die sind da super beliebt. So, da interessiert es keinen, ob die irgendwelche Leute mal verarscht haben oder Billig-Content machen oder sonst irgendwas. Bruder, Kinder denken gar nicht so weit. So, Kinder in der, von mir aus auch bis zur 6., 7. Klasse oder so, denken gar nicht so weit, sondern die sehen erstmal, boah, Digga, der Vater hat Reichweite, der hat 1 Million Abonnenten, boah, wie heftig ist das denn? So, das ist nun mal einfach so. Ich kenne zum Beispiel von einem Künstler, der Sohn in der Schule, der ist in die 1. Klasse gekommen und wusste natürlich jeder sofort, wer dieses Kind ist. Daniel Punkt, danke für den Prime-Sub. Mit wem hat der gechillt? Der hat nicht mit Leuten aus seiner Klasse gechillt, sondern mit irgendwelchen Vierklässlern, die gesagt haben, boah, Digga, der Vater ist voll krass, Digga, mega, ey, willst du mit uns chillen, Digga? Lass mal hier zusammen rumhängen, lass mal Freunde werden. Und das wird genauso sein. Ja, natürlich kann es sein, dass mein Sohn mal einen dummen Spruch oder sowas bekommt, aber insgesamt werden das die Kinder eher feiern. Kann ich euch zu 100% sagen. Außer ich werde auf einmal zum Commander Krieger, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten habe ich da ehrlich gesagt gar keine Bedenken. Wird bekommen und war natürlich für die Leute halt wahrscheinlich ein ziemliches Fest. So. Und naja, und das war's für Luca, aber danke. Guck mal, auf der weiterführenden Schule, guck mal, mein Sohn ist 3. Weiterführende Schule ist er 11, glaube ich, ne? Also sagen wir mal, also 8, 9 Jahre, ne? 8 Jahre von mir aus. In 8 Jahren weiß. Also erstmal ist die Frage, kennt mich in 8 Jahren überhaupt noch irgendwer? Mache ich dann überhaupt noch YouTube? Das ist schon mal die erste Frage. Aber sagen wir mal, ich würde YouTube machen wie jetzt und Monte reagiert auf mich und ich habe keine Skandale und so. Denkst du, irgendwer würde zu meinem Sohn gehen und sagen, hey, vor 9 Jahren hatte dein Vater mal den und den Skandal, Digga, voll cringe, oder? ...gemacht hat, die hätten alles möglich, die hätten irgendwas gefunden. Ja, bist du immer noch egal, was wäre, die hätten was gefunden. Und deshalb, du kannst da nicht gewinnen. Ne? Also du, wenn du 5 Stunden lang streamst, irgendwas wirst du sagen, was man dann so drehen kann, als hättest du gerade irgendwie einen Hundewelpen ertränkt. Und das ist halt aus meiner Sicht hier passiert. Weil ich bezweifle sehr stark, dass ein Skurrus irgendwie ihr wirklich das das irgendwie anlasten kann. Weil das halt einfach zu weit hergeholt. Ja, man findet nach 80 Jahren immer irgendwas, was man gegen einen verwenden kann. Guck mal, in der Reaction vorher war ich mal ein Video dazu, deswegen weiß ich das, ne? Wollte doch gar nicht sein. Ach nö, Digga, das haben mich schon viele Leute gefragt, das hast du ganz normal beantwortet. Guck mal, das Geile ist, also hier mit Chiasa, Digga, guck mal hier. In seinem Chat, Dara, hat jemand geschrieben, KuchenTV ist rechtsextrem, könnt ihr gucken, bei 2 Stunden 36, 28 Sekunden hat das jemand gepostet. So, hat er ein Dailymotion-Video hinzugefügt. Dieses Dailymotion-Video führt euch zu einem Video von mir. Ich wollte den Adblocker nicht deaktivieren. Das ist das Video MPD gar nicht mal so scheiße. Klingt jetzt natürlich erstmal krasser, als es ist. Das Video habe ich Anfang 2014 hochgeladen.
vor 9 Jahren. Ich habe mich damals schon davon distanziert. Ich habe seitdem auch nie wieder solche Gedanken gehabt, weil ich mich danach wirklich mal damit auseinandergesetzt habe. Es ging auch nicht darum, dass die NPD gut ist. Ich habe quasi nur gesagt, hey, die haben auch 1, 2 Punkte in ihrem Wahlprogramm, die nicht ganz so scheiße sind. Das war eigentlich das Ganze, was ich gesagt habe. Habe ich aber auch davon distanziert, falsch gemacht und so weiter. Das ist 9 Jahre her. Deine Leute in deinem Chat nennen mich wegen einem Video von vor 9 Jahren, wo ich mich sogar davon distanziert habe, rechtsextrem. Und jetzt sagst du in deinem Chat, ja, Digga, die Leute suchen sich immer irgendwas aus der Vergangenheit, irgendwas findet man immer, um irgendwen gegen irgendwen haten zu können. Aber das macht doch deine Community 1:1 genauso, also verstehe ich jetzt den Kritikpunkt nicht so ganz. Oder hast du diese Person jetzt gesperrt, weil sie das macht? Weil das kritisierst du ja eigentlich, oder nicht? Also in der Regel musst du halt schon... Tony, dankeschön für den Prime Sub. Bei Diffamierung, das hat in der Regel sehr hohe Grenzen, dass du das beweisen kannst. Menschen. Das ist unhöflich, von so hoch runter zu filmen. Ihr könnt einfach MPD-Kuchen-TV eingeben. Es gibt eine Reaction auf Kuchen-TV-Uncut darüber. Das mal ein bisschen gerader. Da seht ihr auch direkt meine Einordnung von vor ein paar Jahren, die aber wahrscheinlich genauso ist wie heute. Ich habe als, dass man sie nicht von oben oder von unten filmen soll, weil man dann nicht so fotogen ist. Man sagt ja, man filmt Menschen nicht von oben oder unten, weil man dann irgendwie besser oder schlechter aussieht. Und ich habe geglaubt, dass sie das deswegen hat. Und sie hat das Ganze ja auch noch belächelt. Und ich ebenfalls, weil ich das auch überhaupt nicht irgendwie negativ aufgenommen habe. Nun ja, jetzt müsste man ja meinen, wenn das jetzt hier schon ein Problem wäre, dann würde sie mir das ja sicherlich sagen. Gucken wir einfach mal das Video jetzt weiter. Ja. Ich muss noch eine Anmerkung machen, tut mir leid. Und zwar, ich habe mit einem Selfie-Stick gefilmt. Das ist nur ein Ausschnitt. Ich habe den ganzen Tag so gefilmt, 5 Stunden lang. Das ist nur der Ausschnitt. Warum dann gebe ich der Anwalt um Aufschub gebeten, wahrscheinlich Shit Talk. Einfach, du schickst halt, also ne, du schickst halt da Unterlassungserklärung, du schickst deine Abmahnung hin und dann ist die halt befristet, meistens mit einer Woche oder so. Und eventuell gibt es ja, weiß nicht was, vielleicht ist der Anwalt noch im Urlaub oder kam gerade aus dem Urlaub zurück, ist ja gerade Sommer und vielleicht weiß ich was für Gründe. Das kann ja alles Mögliche sein und dann setzt man sich halt daran und wünscht sich halt, okay, ich hätte gerne noch einen Tag Zeit oder so. Und dann sagst du halt, ja, gib mir mal noch eine Woche. Das ist dann halt, ne, ein guter Puffer. Und und dann sagt halt die Gegenseite in der Regel, also, ne, ist halt üblich, dass man dann sagt, ja, okay. Nicht, wo wir schon halt. Naja, komm mal, ganz ehrlich, Freiraumreh hat selber gesagt, dass es Shoyoka nicht gut ging. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass der Anwalt einfach Shoyoka vielleicht nicht erreichen konnte, weil es ihr halt einfach nicht so gut geht und sie keinen Bock hatte, sich damit zu befassen und man deswegen eine Fristverlängerung brauchte, damit man mit Shoyoka gemeinsam überlegen kann, wie man dagegen jetzt am besten vorgeht. Dass du in der Woche so eine Sache unterschreiben sollst, sowieso halt ein bisschen krass. Kann auch sein, dass sie sich erstmal einen Anwalt suchen musste. Wer weiß, ne? Der sich damit auskennt. Kann auch sein. Und dann telefonierst du halt durch. Und dann sind halt ganz viele Anwälte sowieso gerade ausgelastet und haben gerade mit irgendwas anderem zu tun. Keine Ahnung. Ne? So, ist nicht immer einfach, einen Anwalt genau für sowas zu finden. Joker getroffen haben. Geht doch. Ja. Sie bringen mal hier was. Sollte man machen. Du warst bei GTA Live, oder? Ja, und jetzt reden wir ganz normal über GTA RP. Das ist über ein Computerspiel, ist eigentlich wichtig. Ja. Hast du eingefressen? Bitte? Hast du ausgefressen? Digga, Kuris, alle Mini, dankeschön für die 5 Subs. Ja, warte mal. Ich bin dafür, dass Dara mal lecker Eisbein mit Sauerkraut und Klößen essen soll. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass ich dumm bin oder so, aber ich weiß, was ein Eisbein ist. Und das ist, wenn du irgendwie hinten einen in den Oberschenkel trittst oder so mit dem Knie. Der wollte das jetzt echt als Essen darstellen oder so, um seine Gewaltfantasien dazu zu unterdrücken. Oder ist ein Eisbein, ist doch kein Essen, oder? Da bin ich dumm. Kennt ihr Eisbein? Eisbein kennt ihr, oder? Eisbein ist was zu essen. Der ist echt was zu essen. Digga, wie krass ist das denn? Oh mein Gott. Lol. Ja, okay, ich erbann dich, Bruder. Alles gut, kriegst du VIP. Hä? Seit wann ist das denn was zu essen, Alter? Hä? Ja, okay. Hier, du kriegst VIP, Bruder. Tut mir leid. Hä? Eisbein, auch Haxe. Ach, eine Haxe, lol. Ja, Digga, guck. Nutzt doch einfach deutsche Begriffe, Alter. Ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht. Was ist ein Pfannkuchen? Digga, Pfannkuchen ist dieses Flache aus Ei, was man in der Pfanne macht. Ich dachte, der meint das so als Joke, weißt du, im Sinne von so, ja, Digga, du kassierst ein Eisbein, Digga, aber damit er nicht gesperrt wird, so, ja, aber mit Kohl und Sauerkraut. Ja, Digga, jetzt mal ganz ehrlich, Eisbein ist doch das, ja, habt ihr euch nie ein Eisbein gegeben? Der, Dings hier, wie heißt du nochmal? Ja, Nico, mach mal eine Abstimmung. Der Eisbein ist auf jeden Fall safe, wo man hinten reinhaut. Ja, Pferdekuss, nein, wir haben das Eisbein genannt. Ach, Digga, Pferde, was hat das mit Pferden zu tun, Alter? Denk doch mal nach. Hä? Hä, Lachsschinken ist doch auch aus Lachs, oder nicht? Ja, ach, komm, Digga, ja. Also ich habe übrigens... Ihr nennt es auch Semmel oder so. Meine Verteidigung, beziehungsweise mein Anwalt hat die Verteidigung wegen der Abmahnung, die ich bekommen habe, von Herrn Bottländer her, habe ich
Also wurde, war alles fristgemäß, wurde das abgeschickt. Also die ich weiß, dass Lackschinken aus Schwein ist, das war ein Joke. Das Aufschieben brauchte ich zum Beispiel nicht. Das weiß ich, dankeschön für den Sub. Ich lasse jetzt nur unzensiert laufen. Der schreibt auch den Schlag, das ist kein Schlag, Digga. Sagt, ist es ja, jetzt wollen mich eh alle haten. Ja, ihr wollt mich alle haten, Digga, scheiß drauf. Hey, ich stehe über euch. Wie gesagt, ist halt GTA-Kram. Ich zeige euch einfach an und dann ist gut. Gib eine Abmahnung. Aber ja, sowieso bezeichnend ist dieses, ich muss mir das unbedingt nochmal anschauen, ich muss nochmal vor allen Leuten versuchen, das Narrativ sozusagen zu kontrollieren. Also sowieso, er hier ist nicht, macht nicht wirklich einen sicheren Eindruck generell, weil allein überhaupt da diese ganzen Abmahnungen rauszuschicken, ist halt jetzt nicht gerade ein Move von einer starken Persönlichkeit. Und dann halt auch ständig also bist du kein Demokrat? Immer wieder das überhaupt nicht, gebetsmühlenartig versuchen, ne, sozusagen immer wieder immer wieder darüber zu sprechen, um halt eben das Narrativ zu setzen, zeigt halt auch, dass du wirklich sehr viel Angst hast, dass du da verlieren könntest, beziehungsweise, dass das nach hinten losgehen könnte. Und, ja. Hä? Ja. Deswegen zeigt er das. Ist scheißegal. Good. Aber nicht streamen ist ein starker Move für eine Streamerin. Ja, keine Ahnung, was Shuyoka macht. Ich bezweifle, dass ihre Anwälte oder ihr Anwalt gesagt hat, Streamer lieber nicht. Bezweifle ich sehr stark. Eventuell sagt sie nicht, halt das gerade nicht aus. Ich kann das gerade nicht. Ich möchte gerade nicht. Oh, kannst du ihm dann? Kann auch sein, dass sie einfach sagt, ich habe gerade keinen Bock. Das ist mir gerade zu doof. Ich gehe zu meinem Pferd und vertreibe mir ein bisschen. Natürlich hat die ein Pferd. Hat sie und das ist halt etwas, was natürlich gut ist, weil das schützt. Shuyoka. Alter, klebt alles. Nein, da klebt überhaupt nichts. Hier klebt der ganze Boden und das klebt. Das kannst du gar nicht sagen, aber ich sehe es auch ein bisschen. Da hast du halt das sauber gemacht. Okay, wir brechen die Reaction hier auf jeden Fall erstmal kurz ab. Wir gucken uns das im nächsten. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich kann wirklich nicht mehr, Digga. Es langweilt mich gerade komplett. Ich kann mir den. Digga, wir haben uns das jetzt 3 Stunden gegeben. Wir haben uns echt 3 Stunden angeguckt. Naja, 2,5. Ach, Digga.